allgemein mal in die Menge mal fragen. Ihr seid so gegen Michael Stürzenberger. Habt ihr euch mal mit dem Islam beschäftigt? Habt ihr den Koran gelesen? Ne? Habt ihr das geprüft, die Fakten, die, die der Herr Stürzenberger hier darlegt? Habt ihr das geprüft? Das verstehe ich nicht. Warum man hier sich hinstellt und so einen Terror macht und so einen Aufstand und so einen zivilisierte Menschen benehmen kann? Das verstehe ich nicht. Habt ihr nicht auch so die Fakten, die Samstag nachmachen? Warum sollte man Maul halten? Haben Sie sich mit dem Islam beschäftigt? Ja, ich kenne den Koran sehr gut, die Sunna, die Seda. Ich komme auch aus einer muslimischen Familie, aber ich bin Christ. Ne? Und das, was der Michael Stürzenberger sagt, ist alles eins zu eins richtig. Alles, was er da sagt, ist richtig. Suche 929 zum Beispiel und schlag einen Koran auf. Ich hab... Leute, es steht alles genauso drin. Sämtliche Koranverse, die wir heute auf Plakaten präsentiert haben, stimmen. Und wir haben sogar den original arabischen Koran aus Saudi-Arabien mit einer legitimierten deutschen Übersetzung. Ja, legitimiert vom Ministerium für Islamische Angelegenheiten Medina. Es ist genau das Gleiche. Es sind Schutzbehauptungen von Moslems, wenn sie behaupten, falsch übersetzt oder sonst irgendwas. Ja, es steht so drin, es wird ausgeführt seit 1400 Jahren. Ja, so. Eine faktische Frage. Frage lautet, die Taten, die Sie anprangern, werden nicht nur von Muslimen oder sogar politischen Muslimen gedacht. Warum prangern Sie nur diese an? Erstens, und mir ist noch eine Frage eingefallen, was heißt es konkret gegen den politischen Islam zu sein, beziehungsweise wie wollen Sie das aus? Also, Frage 1. Wir müssen bei jeder Straftat, bei jedem Mord, bei jeder Vergewaltigung den Motiven auf die Spur gehen. Die Motive. Warum haben Moslems den Terroranschlag vom 11. September gemacht und die darauffolgenden tausenden Terroranschläge? Es gibt auch Terroranschläge von anderen, von Nazis, von Kommunisten. Ja, da ist die Ideologie. Es ist immer die Ideologie. So, über den Nationalsozialismus brauchen wir nicht mehr aufklären. Das ist eigentlich alles bekannt. Beim Kommunismus auch. Aber beim politischen Islam, da sind wir völlig noch in den Anfängen. Weil es in der Öffentlichkeit nicht durchgeführt wird. Weder in den Mainstream-Medien noch von den Politikern. Deswegen sind wir da und machen da die Nachhilfe, dass der politische Islam jetzt endlich in den Fokus der Öffentlichkeit kommt. Das ist ganz wichtig. So, eine zweite Frage, der politische Islam. Das ist all das im Islam, was nicht spirituell sich mit einer Religion beschäftigt, wo es nicht um den Glauben an Gott geht und das Leben nach dem Paradies, sondern um weltliche Dinge, wo bestimmt werden soll, wie die Menschen miteinander leben, wie das Verhältnis von Mann und Frau ist, wie das Verhältnis von Gläubigen zu Ungläubigen ist, zu Juden, homosexuellen Minderheiten. Ja? Da hat eine Religion nichts verloren, weil wir das durch unsere Gesetze haben. Ja? Sehen Sie, das ist der Punkt. Der politische Islam hat nichts verloren in Deutschland. Eine Religion darf nicht bestimmen, wie Menschen zusammenzuleben haben. Und Religion und Staat müssen strikt getrennt werden.